So, guten Morgen. Irgendwie bin ich total schief hier in meinem Bild. So, ich ziehe mich noch ein bisschen in die Mitte. Es war der Wunsch, dass ich auch in der Engpassdehnung mein Mikrofon benutze. Das mache ich jetzt auch. Das lege ich gerade mal an. Guck noch mal nach meinem Bildausschnitt. Super. Ich wackel ein bisschen, Entschuldigung. Okay. Nach der Engpassdehnung legen wir gerade los mit Bauch, Beine, Po. Das heißt, hol dir am besten schon mal was Großes zu trinken. Und hol deine Turnschuhe, dass du da gleich schnell umswitchen kannst. Du brauchst wie immer am besten griffbereit dein komplettes Liebscher- und Machtset. Das macht es am einfachsten, wenn du gerade alles parat hast. So, jetzt muss ich mal eben mich verkabeln. Dann hoffe ich mal, dass das heute nicht so ein Katastrophenmontag wird, wie letzte Woche, als mein WLAN ausging. So, pass auf, jetzt kommt das Mikrofon. Gut. Okay. So, es macht es mir auch natürlich viel, viel einfacher zu sprechen, wenn ich das Mikrofon anhabe. Da muss ich nicht so laut reden. Ich muss nur aufpassen, dass ich euch beim Anfeuern nicht zu doll anschreie, dass das nicht zu laut wird. So, ich habe ganz viele Schichten an, obwohl es heute mit mir gar nicht eigentlich kalt ist, aber das ist so grau in grau. Wir arbeiten jetzt aktuell noch an der Beleuchtung. Ich weiß nicht, warum das so schief ist. Wir arbeiten an der Beleuchtung, damit wir hier noch ein bisschen besser gesehen werden. Ich habe jetzt heute extra hier die weiße Hose angezogen. Sag mal, ist mein Kopf. Ist mein Kopf drauf? Bestimmt, oder? Ich mache mich noch ein bisschen höher. Okay. So. Heute Morgen kam als einziger Wunsch, bitte mach mit Mikrofon. Das mache ich natürlich sehr gerne, kein Problem. Wenn irgendwas ist, könnt ihr die 55 911 anrufen. Der Tom sitzt im Büro und dann könnt ihr schnell Bescheid geben. Ich habe Angst, dass mein Kopf nicht drauf ist. Ich kann das so schlecht sehen. Ich habe mein Tablet, ich habe meinen Igelball und wir fangen gerade mal an mit der Igelballmassage. Massiere mal deinen Fuß richtig durch. Und genieß das. Ich habe gerade schon wieder meine dicken Socken ausgezogen und knete mal richtig deinen kompletten Fuß durch. Ich hoffe, ihr startet jetzt auch nach den Weihnachtsfeiertagen alle wieder ordentlich durch. Habt euch euren Trainingsplan gemacht, was ihr alles so machen wollt in der Woche. Und wer ein bisschen mehr machen möchte, gesundheitlich oder auch figurlich, der ist am besten heute Abend um 19 Uhr dabei. Einmal hier auf Facebook und einmal im Zoom-Meeting. Ihr könnt mit uns kommunizieren über WhatsApp oder über Telefon, wenn ihr Fragen habt. Da gibt es nochmal alle Informationen zum Thema Gesund und Schlank 2021. Könnt einfach nur Zuhörer sein oder könnt aktiv Fragen stellen, die ihr mögt. Ich wechsle mal gerade den Fuß. Richtig schön durchkneten, durchmassieren. Alle fünf Zehen bitte mitarbeiten lassen. Ich mag das richtig doll, also richtig fest. Eine mag das lieber ein bisschen sanfter, ich mag das richtig gerne fest, gerade unter der Fußsohle. Das fühlt sich für mich richtig gut an.
So, den Igelbein könnt ihr zur Seite tun. Nimm dir mal bitte die mittlere Rolle. Stell dich über deine Matte. Großer Zeh guckt nach innen. Bauch ist fest, gerader Rücken, du kommst tief. Und wir stellen mal die Faszienrolle unter unseren Brustkorb. Streck mal die Beine aus, streck die Knie, soweit es geht, durch. Und wir atmen ein, heben den rechten Arm zur Decke, schauen hinterher, atmen aus, zurück. Oh, die linke Seite. Guck mal hier bitte, ob du deine Innenschenkel findest, ob du deine Beinlänge findest, rückwärtige Linie. Und immer schön den Blick zur Decke. Blick zur Decke. Ich atme immer dann weit und langsam aus, wenn es schwer wird. Und wenn es leichter wird, atme ich ein. Noch vier. Noch drei. Zwei. Letzter. Eins. Bleib hier. Rechte Hand ans rechte Schienbein, linkes ans linke. Streck dich nochmal richtig lang. Arme zur Seite und zieh dich hoch. Gut. Wir kommen auf die Matte und wir brauchen den Gurt. Jetzt haben wir schon die rückwärtige Linie gezogen. Jetzt gehen wir nochmal in die intensivere Dehnung. Ich setze mich mit gestreckten Beinen nach vorne, schüttel nochmal ordentlich aus und das rechte Bein bleibt vorne. Dann nehme ich mir gerade mal meine Mini-Rolle, lege mir die schon mal unter die Wade, nicht direkt auf deine Achillessehne, und das linke Bein winkel ich vorne an. So, rechts kommt jetzt der Gurt mit der breiten Seite hier um den Ballen. Wenn dein Gurt zu dünn ist, dann kannst du nicht so gut Druck ausüben. Also wenn der Gurt diese schöne Breite hat hier, dann kannst du das richtig schön um den Ballen und den Vorderfuß legen. Wir ziehen uns mal gerade in die Länge und kommen mit geradem Rücken vor. Das heißt, mein Sitzbeinhöcker zeigt jetzt mehr Richtung Fenster. Zehenspitze hoch, Kniekehle an den Boden drücken, alles was geht, und mit geradem Rücken gehst du vor. Der linke Fuß ist hier vorne an dem rechten Sprunggelenk und du lässt dir das linke Knie wirklich locker, komm nach vorne. 20 Sekunden wird gedehnt und dann wird 10 Sekunden lang versucht, den rechten Fuß zu strecken. Du lässt es nicht zu, du hältst mit beiden Händen hier fest. Ich habe hier so eine Zwischenschlaufe, dann nehme ich beide Hände rein und halte gegen. Achte nochmal drauf, dass du gerade bist, ne? Hier vom Steißbein bis zum Scheitel lang. Keine rausgedrückte Brustwirbelsäule. Richtig streng. Ich drücke Start. Ping. Es geht los. Atme ein. Und ich halte mich hier nicht am Gurt fest. Ich gehe so weit nach vorne, bis ich eine 8 habe. Ich habe jetzt hier eine 8 im unteren Rücken. Zieht ordentlich in meiner rechten Kniekehle, Zehenspitze scharf zur Decke. Achtung. Gut festhalten. Versuch, den rechten Fuß zu strecken. Alles, was geht, und noch ein bisschen mehr. Drück dein rechtes Bein auf die Matte in den Boden. Weiter, weiter, weiter. Stopp. Ausatmen. Guck mal, ob dein Gewebe nachlässig wurde und du ein Stückchen nach vorne gekommen bist. Ich packe am liebsten den Gurt und nicht die Füße. Da kann ich nicht so gut festhalten. Achtung, Runde 2. Versuch jetzt wieder, das rechte Bein zu bearbeiten. Die Füße wollen nach vorne drücken, aber der Gurt ist um den Vorderfuß, hält fest, 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 fest. Ausatmen, nicht mehr versuchen zu drücken, und ich komme ein Stück mit dem Bauch nach vorne. Sieht man jetzt hier gar nicht unter den ganzen T-Shirts. Richtig mit dem Oberkörper weiter über dein rechtes Bein. Sitzbeinhöcker zieht nach hinten, Zehenspitze rechts zur Decke. Letzte Runde. Versuch, deinen rechten Fuß zu strecken. Beide Hände halten am Gurt fest. Kein Millimeter wird nach vorne gestreckt. Weiter, weiter, weiter. Stopp. Die letzten 20 Sekunden. Jetzt gucke ich mal, wie weit ich nach vorne komme. Ich könnte den Fuß ganz gut greifen. Ich
finde es aber immer noch bequemer, an meinem Gurt zu bleiben. Langsam löse ich auf, ziehe die Rolle mal kurz raus, schütt die Beine aus. Wenn du auch wie ich das rechte Bein hattest, das geht jetzt hoch zur Decke in der Rückenlage. Linkes Bein bleibt am Boden, Kopf liegt. So, das rechte Bein, Zehenspitze zieht nach unten zu dir. Kniekehle strecken, jetzt holst du dieses rechte Bein über deinen Körper, alles was geht, und das linke bleibt unten. Weiter, weiter, noch ein bisschen, noch ein bisschen und stopp. Das heißt, du ziehst alleine in diesem Engpass rund um den Oberschenkelknochen, ohne dass deine Arme da mithelfen. Sehr gut. Eine Seite. Mein linkes Bein kriegt die kleine Rolle unter die Wade zum Verstärken. Das rechte Bein lege ich hier vorne ans Sprunggelenk. Ich wackel immer mal mit dem rechten Knie, um zu gucken, dass die Hüfte auch locker bleibt und sich nicht hier anspannt. Zehenspitze links flex. Ich lege hier wieder meinen Gurt um den Ballen. Kontrolliere meinen Rücken, meine Sitzbeinhöcker, setze mich ganz gerade hin und ihr wisst, was kommt. 20 Sekunden reinfühlen, reindehnen. Zehenspitze wirklich zur Decke, Kniekehle links in den Boden drücken und halten. Schultern locker. Achtung, fertig, Runde 1. Versuch jetzt, deinen linken Fuß zu strecken. Alles, was geht, Vollgas. Richtig feste, feste, feste. Ausatmen und guck, ob du ein bisschen weiter vor kannst. Super. Zehenspitze guckt zur Decke, Ferse ist am Boden, Kniekehle ist aktiv an den Boden gedrückt. Dann bist du perfekt dabei. Runde 2. Vollgas. Das linke Bein drückst du nach unten, den Fuß versuchst du nach vorne zu strecken, mach dein linkes Bein ganz schwer, ganz schwer. Feste, feste. Ausatmen. Jetzt bin ich ganz ein Stück nach vorne gekommen. Rechte Knie ist immer noch tiefenentspannt hier außen. Schön halten. Letzte Runde. Achtung, los geht's. Versuch zu strecken. Alles, was geht. Und noch ein bisschen, und noch ein bisschen, und noch ein bisschen. Komm, feste, feste, feste. Die letzten 20 Sekunden. Hier bin ich ein ganzes Stück weiter vorne als bei meinem rechten Bein. Ich kann hier richtig gut um den Ballen fassen, ohne dass ich jetzt die Zehen zu mir knicke. Ne? Soll schön zur Decke zeigen. Rücken gerade lassen, Brustwirbelsäule strecken und komm. Und löse auf. Auslockern. Rolle kurz zur Seite. Ich gehe in die Rückenlage. Linkes Bein war bei mir dran, das geht nach oben. Rechtes Bein am Boden ausstrecken, linkes Bein hoch. Zehenspitzen ziehen zu dir runter. Kniekehle strecken, hol das linke Bein über deinen Körper alleine, ohne dass deine Arme mithelfen. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und löse auf. Kopf hoch, hoch. Wir rollen, ich werde hier so zu bombardiert mit dieser Werbung, das ist wirklich unangenehm und ohne Brille sehe ich die X-e gar nicht so wegklicken. Wir fangen unter der Fußsohle an, linker Fuß drauf und richtig schön. Ich rolle mit richtig viel Körperdruck über meine fünf Zehen, über meinen Ballen. Ich rutsche jetzt mit dem rechten Bein nach. Gehe in den Mittelfußbereich, richtig tief rein, 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 rein. Komme jetzt Richtung Fersen, Bein und streiche die Ferse, so gut es geht, aus. Hier auf der Yogamatte.
ziemlich gut. Auf dem glatten Boden bei dir zu Hause oder auf dem Teppich haut die Rolle wahrscheinlich ab. Und jetzt den anderen Fuß. Nimm einfach mal wahr, wie sich das anfühlt, ob da Stellen sind, die mehr Bedarf haben, die weniger Bedarf haben. Mittelfuß. Juhu. Ich rutsche kurz nach. Weiter, weiter, weiter. Und rein. Gut. Dann kommen wir auf die Matte. Damit ihr das besser seht, nehme ich meine ganz große Rolle. Ihr könnt die normale Mini-Rolle toll benutzen, die ist genau dafür gemacht. Wir rollen einmal den Rücken aus. Ich habe jetzt auch so viele Schichten noch an, da muss ich gut aufpassen, dass ich mir nicht gleich alles ins T-Shirt reinrolle, in die Rolle reinrolle. So, Sitzbeinhöcker drauf, die habt ihr ja eben schon gefunden beim Sitzen. Und ich rolle über meine Sitzbeinhöcker hinweg Richtung Becken. Jetzt möchte ich am liebsten wirklich gleich die Hände aufstellen, damit ich hier nicht wegrolle. Ab Richtung Kreuzbein. Und jetzt kann ich hier schön mit den Fingern das Zwetschelt festhalten, damit sich das nicht aufwickelt. Ich bin im Beckenkamm. So. Achte nochmal drauf, wenn du diese Rille in deiner Rolle hast, dass deine Dornfortsätze von der Lendenwirbelsäule jetzt schön in der Rolle drin liegen und du rollst mal langsam und gleichmäßig über den unteren Rücken auf deinen Brustkorb. Hier kannst du, musst du aber nicht, die Arme gerne hochnehmen. Atme schön aus. Komm auf die Spitze von deinen Schulterblättern. Und roll über den Brustkorb deine Schulterblätter bis zur Halswirbelsäule. Bleib du bitte liegen, ich komme kurz hoch. An der Halswirbelsäule geht es weiter. Nimm deine Rolle richtig fest, rechts und links in beide Hände. Deine Dornfortsätze der Halswirbelsäule sind in der Vertiefung der Rolle und du rollst hoch, hoch. Hoch, 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 auf deinen Kopf. Schön auf den Kopf, auf den Haaren. In die Stirn und bis zur Augenbraue und dort ist Stopp. Gut. Schultern locker, nicht verspannt. Du kommst jetzt auch hoch, wenn du nicht auch hochgekommen bist. Und legst die rechte Ferse rein. Da hatten wir schon die Länge. Als erste Übung heute. Rechte Ferse rein. Ich nehme das linke Bein drüber. Du kannst es auch locker daneben lassen. Und rollst die Linie Rückseite rechtes Bein aus. Ich war gestern spazieren im Schnee. Und es war so rutschig im Wald. Ich glaube, dass das meine Muskeln ganz schön gefordert hat, dieses permanente Wegrutschen. Ich habe auch beim Spazierengehen ordentlich geschwitzt, obwohl es am Anfang so kalt war durch diesen Wind. Aber ich habe das heute Morgen beim Aufstehen schon gedacht, dass ich irgendwie meine Beine merke. Es kann nur entweder von der Stunde morgens oder von dem Dehnen, von dem Spaziergang sein. Richtig schön gerade auf die Rolle bis zu deinem Sitzbeinhöcker und dann gehe ich rechts ins Gesäß und drehe mich um linke Seite. Sehr gut. Ferse rein, linkes Bein, rechtes Bein drüber und du rollst genüsslich in die Achillessehne, Wade, schön gleichmäßig den Druck drauf lassen, das Bein nicht permanent anheben und richtig schön rein. Rückseite merke ich ganz gut hier,
einrollen und in die linke Seite rein. So, da ich keine speziellen Wünsche heute Morgen bekommen habe, mache ich eine schöne Vorbereitung für die Bauchbeine-Po-Stunde. Das heißt, jetzt geht es an die vordere Linie. Leiste, das heißt, wir legen uns auf den Bauch. Ich trinke nochmal einen großen Schluck Tee. So, Bauchlage. Du brauchst den Gurt. Fang wieder mit dem rechten Bein an. Ich lege schon mal meinen Fuß in den Gurt. Ich nehme jetzt hier keine Verstärkung oder so, sondern ich gehe einfach ganz normal in die Bauchlage. Schnapp mir meinen Fuß mit dem Gurt. So, pass auf. Bevor wir starten, Kniegelenk an Kniegelenk. Du streckst deine Beine ganz gerade nach unten aus. Linker Fuß liegt auf dem Fußrücken. Rechte Ferse zieht von alleine, soweit es geht, Richtung Po. Wir wollen gleich 20 Sekunden dehnen und dann hier dieses rechte Bein in der Schlaufe versuchen zu strecken. Da brauche ich dann beide Hände hier an dem Schlaufgurt. Du kannst den Gurt auch hier unter der Achselhöhle rausnehmen. Du kannst den Gurt auch hier halten. Wichtig, dass dir das Knie nicht nach außen abhaut. Ne? Wir wollen da die gerade Linie haben. Und dann möchte ich, wenn ihr gut liegt, dass ihr immer mal probiert, den Oberschenkel von der Matte zu lösen, ohne euer Spitzenbeckenknochen anzuheben. Ich mache es mal falsch. Also hier raushebeln. Also wirklich gerade auf der Matte bleiben. Also man spürt diesen Knochen eigentlich total gut. Und du würdest auch bestimmt merken, wenn du den aus Versehen anhebst. Achtung, los geht's. Ich ziehe meine rechte Ferse zum Po. Bist du ganz tief mit dem Oberkörper, ist es für den Rücken leichter, als wenn du, so wie ich, ein bisschen mehr auf die Unterarme kommst. Guck, was du heute brauchst. Tut dein Rücken weh, bist du bitte ganz flach. So, gut festhalten. Versuch, dein rechtes Bein zu strecken. Alles, was geht. Dein Knie möchte sich aufklappen, aber beide Hände halten hier am Gurt fest. Stopp. Zieh weiter deine Ferse zum Po. Guck mal, ob du den Oberschenkel auch schon ein ganzes Stück anheben kannst. Du ziehst jetzt an den Oberschenkelanteil, der durch dein Becken bis an deine Lendenwirbel läuft. Das findet dein Rücken ziemlich gut. Achtung, versuch wieder zu strecken. Dein rechtes Knie möchte sich aufstrecken. 10 Sekunden lang. Komm, feste, 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 feste. Stopp. Die sollte ordentlich warm werden dabei, sollte dich richtig fordern. Zieh weiter die Ferse zum Po. Vielleicht kriegst du dein Bein langsam auch schon ein paar Zentimeter von der Matte hoch. Einen Durchgang haben wir noch auf der Seite. Schön ziehen, komm. Und 10 Sekunden lang Power. Versuch dieses rechte Bein zu strecken, alles was geht und noch ein bisschen mehr. Feste, feste. Oh, die letzten 20 Sekunden. Sehr gut. Schön ziehen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ferse zum Po. Kommt, klappt wieder dein Kniegelenk richtig zusammen. Löse. Ich löse mal eben hier die Übung auf. Schüttel die Beine aus. Du ziehst jetzt alleine, ohne Gurt, ohne Hilfe der Hände, deine rechte Ferse zum Po. Alles, was geht. Noch ein bisschen mehr. Guck mal, wie weit deine Ferse hoch ist. Weiter, 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 weiter. Und löse auf. Good. Sehr gut. Andere Seite. Bei der Engpassdehnung bist du wirklich immer am Limit, ne? Also, da gibt es nur Vollgas oder nichts. Da gibt es nichts dazwischen, weil dann wird dir wahrscheinlich einfach kalt und du spürst gar nicht, wie sich dein Körper verändert. Und das macht er eigentlich relativ schnell. Linkes Bein ab in die Schlaufe. In die Bauchlage. Füße gerade nach unten. Knie an Knie, linkes Bein beugen. Rechts, ne, hier der Fuß liegt auf dem Fußrücken. Du guckst
guckst wieder, möchtest du etwas höher mit dem Oberkörper oder lieber tief bleiben? Du darfst es natürlich auch während der Übung einfach verändern. Los geht's. Ich ziehe, ich gucke mal gerade nach meiner Ferse. Die linke Ferse, soweit es geht, Richtung Po. Hab hier schon einen Finger in der Schlaufe, gleich zum Festhalten. Und atmen. Achtung, mach dich bereit. Dein linkes Knie möchte dich strecken. Alles, was geht. Aber du lässt es nicht zu. Weiter, 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 weiter. Und stopp, ausatmen. Ich versuche, das linke Bein ein bisschen vom Boden anzuheben. Zieh die linke Ferse weiter zum Po. Überprüf mal, kann dein Gewebe hier schon ein bisschen nachgeben. Achtung, Runde 2. Linkes Bein möchte sich strecken. Das linke Knie möchte sich einmal aufstrecken, aufklappen. Weiter 10 Sekunden. Komm. Eine Runde haben wir noch. Mein rechtes Bein war etwas nachgiebiger. Das wurde schneller, ein bisschen flexibler. Das linke Bein hält ordentlich gegen. Letzte Runde. Mach dich bereit. Und los geht's. Alles, was geht. Alles, was geht. Weiter, weiter. Die letzten 20 Sekunden. Schau nochmal, kriegst du den Oberschenkel hier von der Matte hoch? Kannst du die Ferse noch ein bisschen weiter Richtung Po ziehen? Aktiv sein. Hol die letzten Millimeter raus. Löse. Und ich lege mich mal kurz hin, schüttle die Oberschenkel aus. Linkes Bein alleine, zieh die linke Ferse zum Po. Alles, was geht. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und stopp. Sehr gut. Langsam hoch. Und den Gurt zur Seite. Wir rollen bitte nur vom Oberschenkel in die Leiste. Dafür ziehe ich mir immer schnell meine Socken an, damit ich mich gut am Boden verschieben kann. Hoch. Die halbe Stunde geht immer so fix um. So. Ich nehme meine große Rolle. Lege mein linkes Knie vor die Rolle. Strecke meinen linken Unterschenkel. Und jetzt schiebe ich mich einfach in der hohen Planke in den linken Oberschenkel rein, rein, rein. Jetzt kommt meine Leiste, mein Schambein und der spitze Damenstachel und die andere Seite. Richtig schön nochmal deinen Oberschenkel ausstreichen, damit er gleich vorbereitet ist für die Stunde. Ich lege mein Knie davor. Ich komme in die hohe Planke, ich rolle wirklich über meine Kniescheibe hinweg. Richtig schön auf dem Socken rutsche ich nach hinten. Leiste, Schambein und spitzer Darmbeinstachel. Zurück. Sehr gut gemacht. Okay. Komm nochmal in den Stand, schüttel deine Beine aus. Große Grätsche, Becken nach vorne und bleib mit den Händen am Oberschenkel und öffne nochmal. Okay. Schau mal, ob du loslassen magst. Rechte Hand, rechte Kniekehle, hoch, linke Hand, linke Kniekehle. Hoch und löse auf. Sehr gut. Das waren jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen der erste Montag. Wir machen gerade weiter mit Bauch, Beine, Po. Ich sage Tschüss, stoppe das Video kurz.